Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft mit Depp und Pond. Ich bin Ingo, spiel Bingo und fahr Twingo. Ja, ich weiß der Spruch. Wieso sitzt der Hund nicht? Nee, warte mal. So, rüber mit dir. Ich Günther, mach. das ist Günther. Ich bin mir sicher, dass das Günther ist. Das ist Günther. Ja, das neue Update ist draußen. Ich spiele trotzdem noch auf Englisch, nicht auf Deutsch. Und du? Ja, weil ich so hobbylos bin, habe ich jetzt auf Deutsch umgestellt. Ich finde das ziemlich kacke, weil die Zahlen erstens so verschwommen sind und alles, keine Ahnung. Setz den Egal, Hund mal hin. ja, der steht noch nicht richtig. Hier auf, dummer Hund. Oh, egal. Lass den einfach hier stehen, so. So, So, bleib stehen. was? So, mal sehen. Aha, ja. Ich mache mir mal noch eine Holzschaufel. Nein, keine Holzschaufel, sondern Ah, eine. Holzschaufel, ja. Schön, Ja. schön. Eine Steinschaufel. Yeah, er sitzt in der Luft. Wirklich? Günther sitzt in der Luft vor der Tür. Er ist Magic. Warum tut er das? Weil er es kann. Ja, Es jetzt sind sitzt er noch nicht mehr. Gut. keine Texturen, weil es Grün. gerade geupdatet worden ist. Ja, das ist jetzt das 1.1. Ah, Minecraft 1.1. Ich würde sagen, wir Lol. machen mal eine Tür hier vorne. Ich mach einfach mal eine zweite Tür. Jo. Wir haben ja Türen, ne? Wieso? Ich bin noch. Oder? Warte mal. Nee, das passt doch. So und Nein, so. jetzt habe ich eins oben reingesetzt. So. Ah, ich bin doch blöd. Man macht doch. Die Tür macht man aus Holzplanken und nicht Stäben. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Oh fuck, jetzt habe ich 7 reingemacht. Egal. Hast du jetzt So, sieben Türen? nein, ich habe allerdings 7 Wooden Planks eingestellt. So, jetzt habe ich eine Holztür. So, von außen. So, okay. Ich würde sagen, dann mache ich auch mal. Was machst du auch mal? Ja, okay, das mache ich jetzt auch. Ich mache jetzt so eine Art von dem Veranda das Dach. So, jetzt tue ich meine Holzspitzhacke noch zu Ende benutzen. Oh mein Gott. Ich mache hier gerade das unzerstörbare Beet, wenn es denn klappt, so wie ich es möchte. Meinst du Wasser unten drunter? Nein, Zaun unten drunter. Okay. Und dann Wasser drüber, oder wie? Ja, wenn das Farmland über dem unter dem Farmland Zaun ist, dann ist es unzerstörbar, habe ich irgendwo mal gesehen oder so. Aber ich brauche mehr Zaun. Okay. Naja, gut zu wissen, okay. Wusste ich selber nicht. Gut zu wissen. Ich Ja, bin nicht ich bin mir wirklich der auch nicht so Farmer. sicher, ob es jetzt funktioniert. Muss dann nur gucken, dass ich hier eigentlich Mossdown mehr kriege. Ich mu muss mal ein bisschen Höhlen erforschen gehen. Warte mal, ich mache kurz die Tür zu, damit der Hund mir näher rennen kann. Komm mit. Ich glaube, es ist besser, wenn wir hier eine doppeltürige Tür, also eine Doppeltür machen am Hauseingang, damit der Hund auch durchkommt. Komm Kannst du rein. machen. Wäre besser. So, ich mach mal ein paar Sticks. Hallo Hund, komm rein da mit dir. Sonst muss ich Nein. nicht, so, muss ich dann mein Schwert züchtigen oder was? Genau. Tu es, tu es. Tue ich nicht. No. Nein, raus gehst du nicht. So, rückschieben und Batz, er sitzt wieder perfekt. Ah ja, Glas, hier haben wir noch genug Glas. Glas, Glas, Glas. Im Glas. Ja. Cool. Noch Aha. 52 Glas. Und muss. Das ist ja Muster und dauert eh wieder saulange zum Finden, bis wir den nächsten Spawner wieder haben. Ja. Deswegen werde ich einfach das Dach einfach aus Glas machen, anstatt Muststone. Ja, okay, mach das. Sieht vielleicht jetzt nicht so dolle aus, oder doch. Ich weiß nicht, wie beim normalen Texture Pack. Nein, ich weiß nicht. Ist egal. Fällt gerade auf, dass wir gar keine Testaufnahme gemacht haben. Na egal. Wird schon klappen. Ja. So, Wer braucht schon so. Testaufnahmen? Ja. So. Und mit dem Glas sieht das jetzt noch hässlicher aus, weil wir es können. Yeah.
Mach die Hütte zu, es zieht. Oh mein Gott. Ich vielleicht. Haben wir Steine? Ich glaube, ich habe alle Steine geklaut. Ich könnte dir welche geben. Das wäre ich habe sehr noch nett. 18 Stück. Okay. Wäre ja, gut, wenn du mir ungefähr 4 Steine geben würdest. Hätte ich genau für eine Steinschaufel und eine Spitzhacke. Okay, wir nehmen ja keine Holzschaufeln. Kommst du mal kurz zum unzerstörbaren Feld? Ja, Moment, ich mache mir schnell ein paar Sticks. So, und jetzt komme ich. So, zack, zack, zack. Ist das deine Minecraft-Musik oder meine? Ich habe gar keine an. Achso, dann ist es meine Sekunde. Machst du die leiser oder was? Ich mach sie aus. Wieso? Weil ich es kann. So, hier. Hier sind 4 Stück. Okay, danke. Vielleicht auch ein paar mehr. Ja, 14 mehr. Okay. Da mache ich mir noch ein paar Hacken mehr. So, jetzt habe ich mir einfach mal 4 Hacken gemacht. Dann mache ich noch eine Schaufel. So. 4 Hacken, die Holzschaufel, Holzhacke benutze ich noch zu Ende. So, jetzt müssen wir nur noch Erde oben drauf klatschen. Eisen haben wir auch keins mehr, gell? Ne, Eisen ist hier irgendwie ziemlich wenig. Ist voll krass. Ja, dann bin ich auf der Suche jetzt mal nach welches. Nach welches, okay. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Egal. Weiter geht's. Hier, oh, hier unten habe ich doch. Irgendwann habe ich hier doch Eisen gefunden. Ah, guck, bin ich doch gut, hier ist Eisen. Ja, wieso nehme ich denn die Holzspitzhacke dazu, Ingo? Das geht doch viel schneller mit einer Steinspitzhacke. Aha, mit einer Holzspitzhacke geht's das gar nicht. Ja, es geht schon, aber da kriegst du kein Eisen draus. Ja, das meinte ich ja eigentlich damit. Diamant mit einer Faust abhauen. Ja. Das mache ich. Skill. Ja. Das nenne ich Skill. Ich habe ein bisschen gemerkt, dass bei mir, bei meiner Aufnahme ein bisschen die, oh, hier ist ganz viel Kohle, unsere beiden Stimmen ein bisschen versetzt waren. Das heißt, wir haben irgendwie aufeinander geredet. Irgendwie so, dass wir beide gleichzeitig geredet haben, wobei wir eigentlich in der Aufnahme fett, Dings geredet haben, nacheinander. Und ich hoffe, dass es jetzt mit der neuen Fraps-Version, dass das jetzt besser geht. Ja, mal sehen. Naja, schadet sonst nicht. Wenn nicht, dann mache ich das mit Camtasia. Mit Camtasia geht das auch alles. Ja. Mei, was war das in den letzten Tagen für ein Geschiss, dass ich keinen richtigen, anständigen Grabber gefunden habe für PlayStation 3? Das ist so eine Scheiße. Was war das in den letzten Tagen was für ein Beschiss, dass ich kein vernünftiges Headset gefunden habe? Ja, meins löst sich nicht langsam auch auf, irgendwie. Was für einen hast du denn? Ich hab so eine No-Name-Marke. So für 12 Euro. Ich hab jetzt eins für 80. Alter. Davor hatte ich eins für 180. Ach du Kacke. Skelett! Yeah, Skelett, komm her, kloppen wir uns. Also das, was ich hab, ist von der Marke Corsair und ist das HS1. Falls es okay. Irgendwen interessieren sollte. Ah, ich habe ja noch Kohle hier. Dann mache ich mir jetzt mal ein paar Fackeln. Bist du gerade in der Höhle? Ja. Okay. Verlauf dich nicht. Hier sind voll viele Zombies und so. Ich glaube, du sollst noch einen Zombie-Spawner. Cool wär's. Genau. Könnte man jede Menge Gammelfleisch sammeln. Ja. Ich find Gammelfleisch voll nützlich. Ich nicht. Du hast einen Creeper noch. Komm her, du Mistvieh. Dich lege ich um. Ich bin Meister im Creeper umlegen, wusstest du schon? Nein. Wieso bist du der Meister da drin? Weil ich die Kung-Fu-Kunst habe, explosive Viecher zu umzulegen. Einfach nur, weil ich es kann. Und ja. die Viecher meistens immer vorher. Okay, der Creeper ist tot. Sind voll viele Mal. Nö. Ach so.
Hätte ja bei dir. Ah, hier ist noch mehr Kohle, ja. Ich habe noch 2 Fackeln. Ich bleib mal lieber auf dem Kurs. Hast du hier gemerkt, wann wir angefangen haben? Nö, also ich mach einfach. Warte mal, die Flamme. Ja. Haben wahrscheinlich nicht lange. Wahrscheinlich das 5 Minuten oder so bestimmt. Okay. Warte, eben gerade habe ich da Kohle gesehen. Kohle. Zombies! Es wird Nacht. Cool, ich komme mal zurück. Okay, mach das. Ist besser für mich, weil ich glaube, bei mir lag zu doll, als dass ich. Und ich bin natürlich zu schlecht, um gegen Monster zu kämpfen. Weil du nicht der Meister im Creeper umlegen bist. Genau. Ich bin der Großmeister im Creeper umlegen, so sieht's aus. Haha. Ein bisschen Kies habe ich auch noch gesammelt. Ja, Kies schadet nie. Kies ist voll nützlich, aber mit dem Texture Pack sieht es einfach nur scheiße aus. Ja, die normal. Ich bin mir dabei, vielleicht ein eigenes Texture Pack so ein bisschen zusammen zu kombinieren. Also nicht ein komplett eigenes, sondern einfach nur so aus bekannten Leuten einfach so zusammen zu würfeln. Das Beste, was mir gefällt. Oh. Ich bin mir. Okay. Ups, wir haben dann nicht Tag gestellt vor der Aufnahme. Was man gerade im Chat lesen konnte. Ach, pfeif doch drauf. Ja. Bitte nicht füttern. Dann müsst auch ihr euch halten, nicht füttern, Günther. Günther ist da sehr komisch, weil er wird auch schnell aggressiv, wenn man ihn futtert. Der beißt euch und werden wir alle sterben. Wenn ihr nicht richtig aufpasst, holt er seine Schrotflinte raus und ballert euch weg. Genau. Den Fehler habe ich auch schon gemacht. So, jetzt habe ich mir einige Fackeln gemacht. Jetzt habe ich sehr, sehr viele Fackeln. Ich mache mal ein paar Fackeln hier außen rum. Ein paar. So ja, richtig. Fackelt nicht lange, ne? Ja, hier wird nicht lang gefackelt. Mach auch ein paar ums Feld, okay? Huch, ja, mache ich. So. Nicht ins Feld, aber ums Feld. Ja, Render Distance mache ich ein bisschen Sichtweite gering, minimal, okay. Damit es auch flüssig läuft. Weil ich brauche nicht wirklich, ich brauche keine weiter Render Distance. Einfach so hier drum ein bisschen was oder wie? Ja, auf die Zäune, das geht ja im Moment. Also es geht ja jetzt. Ups. Ich denke, ich mache jedes zweite so oder so an jede Ecke hier so. Einmal hier. Dann einmal hier. Einmal hier. So ein Dispenser hier drauf oder so. Wie so ein Dispenser. Keine Ahnung, wo jemand in die Nähe kommt. Boom, Headshot. Ja, genau. Tötet den dann mit einem Schuss. Mhm. Okay, machen wir. Headshot, voll ins Knie. Yeah. Was jetzt vielleicht besser gekommen wäre, hätte gesagt, I used to steal weed, but then I took an arrow in the knee. Genau. Oder Arrow to the knee. So, was wollte ich jetzt machen? Genau, das Eisen wollte ich schmelzen, damit ich endlich eine Schere bekomme und dass wir ein bisschen Blätter abschneiden können und Äpfel raus ernten können. Ja, 1.0, falls es überhaupt mit dem Server geht, da bin ich mir nicht so sicher. Ja, das geht, ich habe es ausprobiert, das ist ein 1.1 Server. Müsste okay. Eigentlich funktionieren. So, nur eine Eisenbarren. Kann man eigentlich immer noch durch Kriechen nicht mehr die Felder zerstören? Das weiß ich nicht. Ich kenne mich nicht bei Farming aus. Ich bin der Bauer. Aber scheinbar funktioniert's noch. Oh ja, jetzt wird's hier Fettblätter gefarmt. Also Äpfel. Ja, ich glaube, bei wenn man die Blätter abschneidet, dann kommen keine Äpfel raus. Ach so. Wozu brauchen wir das dann? Keine Ahnung. Ich habe jetzt schon mal jetzt fett welches gesammelt. Gut, dass du es nicht mit den Fackeln übertreibst, ne? Ja. Wir haben's ja, ne? Ja. Ich habe jetzt über 2 Stacks fast mit Blättern. Okay. Das schickt, glaube ich. Also, kannst du auch noch Samen mitbringen? Ich könnte Samen gebrauchen, da ich selbst keine habe. Ja. So, So, jetzt wird mal hier fett gefarmt. So, noch mehr Blätter. So,
Alles klar, jetzt wird weiter. Jetzt diskutieren wir weiter. Wohl, wenn die unzerstörbare Farm so funktioniert, dann kann es ja sowieso nicht zerstört werden. Ja. Hoffe ich mal jedenfalls. Wäre gut, da hätten wir nämlich eine Weizenquelle, eine gute. Vor allem eine unzerstörbare, störbare, ne? Ja, können wir Brote machen. Also ich habe jetzt für dich 27 Seeds bisher. Ach, das ist nett. Ich laufe mal ein bisschen über die Felder und schau, was passiert. Gar nichts, fühlt sich gut an. Ich laufe jetzt einfach mal quer durch die Gräser und hack einfach mal. Okay, die Schere ist kaputt. Wieso gehst jetzt du da mit einer Schere drauf? Da kannst du auch mit der Hand kaputt machen. Ja, aber wenn du mit einer Schere drüber gehst, hast du pro, also wirklich jedes Gras ist ein Seed. Oh, das wusste ich gar nicht. So. So, die restlichen zwei Eisen benutze ich dann nochmal für eine Schere. Oder? Ich weiß nicht. Ne, die heben wir auf. Haben ja genügend Blätter. Jetzt haben wir fast drei Stacks. Und ich habe 49 Gras für dich. Also Seeds. Ja, dann kannst du entweder selbst einen pflanzen oder mir geben. Ich pflanze mal selber rein, schnell. Fang am besten mit der rechten Seite an. Auf der rechten Seite. Hier? Ja. Was machst du da? Oh, das ist doch kein Seed, das ist Gras. Okay. Gut zu wissen. Ja, egal, das können wir aber trotzdem nutzen. Okay, hätte ich... Ich weiß nicht, auf Deutsch ist das immer so... Hätte ja sein können, dass die Synchronisation auch in diesem Spiel so scheiße ist. Du kannst ja immer Rechtsklick und Linksklick machen. Dann wirst du die los, die du schon hast, zusammen. Bringt das was? Ja. Okay. Oh, oh, ich verreck jetzt wegen Hunger. Ich hab sowieso nur noch die Hälfte der HP, deswegen. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das nochmal passiert, aber gut. Naja. Ich schmeiß mal kurz hier alles rein. Du wirst nicht sterben, du wirst nur die Hälfte, bis zur Hälfte der HP verlieren. Echt? Ja. Ich habe auch gar nichts, gar keine Keule. Ah, geil, okay. Das ist ja geil, das wusste ich auch noch nicht, okay. Ja. Aber was man so alles nicht rausfindet. Was man alles so raus... Ja, egal. Wollen wir mal eine Mine nach unten graben? So, weil wir es können. Eine Mine nach unten? Wir haben doch schon erstmal eine fette Höhle. Ja, aber hier. Keine Höhle, sondern eine Mine. Eine Mine? Ja, das kommt noch. Das kommt noch, das machen wir noch. So, warte, ich muss erstmal hier. So. Was ist ein neuer Skin? Mhm, hab ich selbst gemacht. Sieht cool aus. Und wieso steht da vorne FI drauf? Flamingo. Achso. Müsst ihr hier auch mal machen? Ja, ich kann dir den Link schicken, das ist so eine Seite. Kennst du newgrounds.com? Nein. Das ist so eine Seite eigentlich mit Games und Cartoons und was weiß ich, dass die, keine Ahnung, was die machen, sau viel Zeug. Und die haben Minecraft Skin Creator. Cool. Und dann kannst du so wie bei Paint, nur dort hast du so einen normalen Minecraft Skin, da kannst du das super machen, also das ist saugeil. Ja, da kenne ich aber auch was Besseres, Einfaches. Also kenne ich auch sowas in der Art, allerdings woanders. Und das Geile ist, du kannst dann, wenn du es fertig hast, kannst du es dann sofort als Datei dann dingsen. Ja, du kriegst dann irgendwie so ein PNG-Datei, yep, oder so. Genau. Sie dann. Ja, yep, hier kriegt man Äpfel. Ja, nur durch, ja, Zerschlagen der Blätter? Ja. Das ist cool. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit einigermaßen hoch? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie hoch das ist. Ich habe bisher insgesamt nur 2 Blätter bekommen. 2 Äpfel. Ich hack jetzt einfach mal ein paar Bäume und die fallen dann automatisch raus, die Äpfel. Fallen die auch, wenn man die Bäume hackt? Ja. Okay, cool. Und das ist ja unsere Farm vollkommen unnütz. Oder auch nicht, weil... Wieso? Schafe? Ja, sowas auch.